Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, ich bin unterwegs im Wahlkreis zu den weiterführenden Schulen. Ich starte nämlich heute an zwei weiterführenden Schulen, an der IGS in Kirchen und an der Realschule Plus in Daden, mein neues Format School and Politics. Das habe ich als Bundestagsabgeordnete schon mal durchgeführt und es hat mich damals schon so begeistert, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte es neu aufleben lassen. Was verbirgt sich hinter School and Politics? Ich gehe in die Schulen und diskutiere mit den Schülerinnen und Schülern über Demokratie, über Politik, über den Abgeordnetenalltag. Es geht hier gar nicht um Parteipolitik, sondern es geht darum, junge Menschen für Politik wieder zu begeistern, wieder Demokratiebegeisterung hervorzurufen. Und ich freue mich sehr darauf, heute wieder damit starten zu können mit diesem Format. Ich freue mich aber auch heute um 12 Uhr auf ein ganz besonderes Insta-Live, was, glaube ich, viele Bürgerinnen und Bürger total interessiert. Nämlich ich freue mich auf ein Insta-Live mit der Energieserviceagentur aus Betzdorf. Da werden wir einiges über das Thema Energiesparen, Klimaschutz, Energiewende etc. hören. Und ja, ich freue mich dort auf einen spannenden Austausch drüben bei Insta um 12 Uhr mit der Energieserviceagentur aus Betzdorf. Es geht dann weiter mit den üblichen Terminen am Dienstag mit Ministerrat, Fraktionssitzung am Mittwoch und so weiter. Aber ich will es nicht versäumen, euch auch noch auf ein Insta-Live aufmerksam zu machen. Ihr seht, wir haben tolle Veranstaltungen im Angebot in dieser Woche. Und zwar am Dienstagabend findet um 18 Uhr bis 18.30 Uhr ein Insta-Live mit dem Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD mit Marc Ruhland statt. Und ich freue mich sehr, mit Marc ins Gespräch zu kommen über die rheinland-pfälzische SPD, über die Herausforderung für eine Partei, die seit über 30 Jahren regiert und trotzdem natürlich voller Ideen ist für die zukünftige Gestaltung unseres Landes. Ich will mit Marc ins Gespräch kommen über die anstehenden Kommunal- und Europawahlen und ich bin sicher, da ist für euch auch einiges an interessantem Input dabei. Also auch hier seid herzlich willkommen bei diesem Insta-Live. Diese Woche wird aber auch wieder geprägt sein vom Ehrenamt. Ich werde unterwegs sein mit dem Weißen Ring, im Namen des Weißen Rings. Und eine ganz besondere Ehre ist es, am Freitag den Außenstellenleiter der Außenstelle Kaiserslautern, Herrn Müller, zu verabschieden und den Nachfolger ins Amt einzuführen. Herr Müller ist wirklich ein Urgestein des Weißen Rings. Und ja, es wird schon eine gebührende Verabschiedung werden. Ihr werdet sicherlich auch hier in den sozialen Medien einiges darüber lesen. So, mein letzter Terminhinweis für diese Woche, dann ist euer Terminkalender auch gut gefüllt. Der ist am Samstag. Am Samstag ist hoffentlich der Schnee hier komplett im Westerwald wieder weggetaut und wir können zur Sabine bewegt Aktion starten. Samstag bewegt Sabine die Bürgerinnen und Bürger in Daden und wir treffen uns in Daden um 14 Uhr am Wanderparkplatz der Hüllbuche in Daden. Und es erwartet uns eine tolle 1,5- bis 2-stündige Wanderung und anschließend noch ein schöner, gemeinsamer und gemütlicher Ausklang. Also auch dazu seid ihr alle herzlich eingeladen, bei einer schönen Wanderung nicht nur die Natur zu erleben, sondern auch locker miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich drauf und folgt mir auch in dieser Woche bei all diesen Terminen. Wenn ihr nicht live dabei sein könnt, dann folgt ihr mir eben hier in den sozialen Medien. Habt auch eine gute Woche, bleibt gesund und passt gut auf euch auf.